So Leute, weitergehen unsere Abenteuer mit dem Feuergeist. Wir müssen ihn jetzt eigentlich nur noch ins Wasser locken, das sich hier am besten befinden würde. Hier, genau. Und wenn er uns hier angreift, dann verdampft er halt und ist permanent kaputt. Oh, jetzt wieder zurück. Dam, dam. Dam, dam. Ups. Was war das denn? Ein komischer Geräusch. Ah, das ist die Klappe. Okay. Nur eine Klappe, nichts weiter. Falsche Richtung, oder? Nee, das ist der richtige Raum. Yeah, jetzt nochmal die Seile. Bin ein großer Seilfan, ihr merkt es. Sonst würde ich die ja nicht so oft machen. Vorbei. Kann man das nicht irgendwie ohne die Seile schaffen? Also wenn das da eine Rampe ist, dann geht es ohne die Seile. Es geht ohne die Seile. Wir können den Raum ohne Seile machen. Wo geht's eigentlich hier runter? Oh, hier ist ein Hebel? Hallo, Geist Nummer 2. Okay, den haben wir jetzt freigelassen. Aber der bringt uns nichts. Also werde ich den mal nicht befreien. Aber wir überspringen jetzt die Seile. Ich denke nämlich hier um die Kurve einfach. Einfach, sage ich schon. Das wird ein schwierigerer Kurvensprung. Was ich nicht alles auf mich nehme, nur um nicht an diesem scheiß Seil hängen zu müssen. So, und dann müssen wir nur noch diesen Megasprung einmal schaffen. Schön ist aber, dieses Mal haben wir keinen Irrwisch, der uns dabei nervt. Heißt, wir können die Noob-Methode benutzen. Ups, das war nicht die Noob-Methode. Die Noob-Methode geht wie folgt. Geht dahin, wo ihr einen schwierigen Sprung schaffen wollt. Ihr rollt euch. Ihr rollt euch nochmal und drückt dabei ganz kurz vorwärts. Und dann seid ihr perfekt positioniert, wenn euch keine Fledermäuse aus dem Weg rollen. Das ist hier jetzt leider passiert. Deshalb bin ich nicht perfekt positioniert. So viel zur Noob-Methode. Schade. Ja, das hat geklappt. Wenigstens das. Bleib unten. Ich glaube, das geht so schneller, ja. Ich glaube, der Hebel aktiviert doch bestimmt diese Plattform und dann müssen wir hier nochmal hoch. Aber ich weigere mich, den Seilweg zu benutzen. Es tut mir leid. Aber er ist einfach keine Option. Ja. Oh, wir mussten gar nicht nochmal den Seilweg und alles machen. Nun. Einfach mal nicht so stürmisch, junger Mann. So. Das sah gekonnt aus. Wie sie erst zu niedrig ist und dann doch nicht. Ich falle in den Tod. Oh nee, doch nicht.
Okay. Keine Ahnung, was ich damit bezwecken wollte. Es geht eindeutig hier weiter. Nicht für uns leider. Nicht für uns tatsächlich. Wir können da nicht hoch, weil wir uns mit einer Fackel in Händen nicht festhalten können. Was muss ich mit dem Feuer machen? Ich meine, es war schön, dass ich dann jetzt gleich ein Feuer haben werde. Aber Lara war ja jetzt nicht kalt oder so. Das war's für hier irgendwie? Dieses Spiel, ich kenne es nicht. Es war offensichtlich nicht für hier. Unten vielleicht? Da, die brennen nicht. Müssen die vielleicht brennen? Ja, sieht so aus. Ah, Flederlinge! Irgendwo hat sich eine Tür direkt hinter mir. Ein Secret? Wirklich? Yay. Naja. Aber ich kann mir gerade einfach so schlecht vorstellen. Du bist der Rückweg wahrscheinlich. Kann mir gerade so fest so schlecht vorstellen, dass das alles für ein Secret war. Laden. In dem Fall, ganz ehrlich, in dem Fall weiß ich es einfach nicht und würde. Ja, was würde ich tun? Mann, ich kann die Fackeln ja nochmal. Sie sind ja betätigt. Sind ja. Ich hätte auch eigentlich nicht laden müssen, aber egal. Anscheinend war ich unzufrieden damit, dass ich das Secret gesammelt habe. Wups. Wo will ich eigentlich hin? Ich werde doch nicht etwa zu den Seilen wollen. Mit Seilen funktioniert das nicht, Marco. Das weißt du doch mittlerweile. Oder solltest du wissen? Jo, so schwer ist der nämlich gar nicht. Jetzt kommt der Schwere. Ja, mach ihn halt beim ersten Versuch. Kein Ding, Lara. Sache ist nämlich, das Einzige, wo ich noch nicht war, ist hier oben. Ist auch, glaube ich, nur über die Plattform erreichbar.
Und lass mich raten, hier geht es jetzt einfach ganz stumpf weiter. Bestimmt. Ganz stumpf geht es hier weiter. Was bist du für ein Raum? Oh! Da ich Horus, dem Gott des Lichts, diente in der Zeit der Plagen. Die Verkündung dieser Inschrift kann nur eins bedeuten, der Fürst der Dunkelheit ist frei. Set streift durch die Welt der Sterblichen und hebt seine Schattenarmee aus. Derjenige, der das Amulett entfernt und die dunkle Macht des Set in die Freiheit entlässt, soll Horus, den Sonnengott, beschwören, denn nur die Macht des Lichts wird ihn je wieder einkerkern können. Mit Hilfe der Macht des Amuletts und der Rüstung des Horus möge Set, der Unsterbliche, eingekerkert bleiben für alle Zeit. Beschwöre die Macht des Horus im Lichte tausendjähriger Sternbilder, hier in seinem Tempel neben der Pyramide, die nicht altern will, mitten in sein steinernes Ebenbild hinein. Wieder einmal ist er aufgerufen, mit Amulett und Rüstung Set zu bekämpfen und zu besiegen. Ja, Leute, damit willkommen im nächsten Level, das den Namen trägt Der Wächter des Zemerket. Oh mein Gott, dieses Level ist die Hölle. Wir brauchen zwei Gegenstände. Ah ne, da sind wir noch gar nicht. Man kann anscheinend hierhin zurück, das wusste ich nicht. Hier kamen wir her. Das ist praktisch nur ein Rückblick in das vergangene Level. Könnt ihr euch mit Rumgeglitsche wahrscheinlich zeigen, dass da oben auch nichts ist. Also, raus hier. Kenne diese Passage aus dem Speedrun. Nur, was einem im Speedrun egal ist, wenn man hier Schaden bekommt, weil man ja unendlich Medipacks hat. Nun, naja. Ich wäre wahrscheinlich auch vorsichtig nicht mit weniger Schaden durchgekommen. Und hier sind zwei Gegenstände, die man einsetzen muss. Der Speedrun ist hier auch schon vorbei von diesem Level, weil man hier mit einem Glitch das Level beenden kann. Wir können das natürlich nicht. Wir müssen uns durchkämpfen. Ich glaube, das hier ist so ein kleines Zeitspiel. Ist der Sprung möglich? Ich versuche ja immer, euch neue Wege zu zeigen, aber nein, dieser Sprung ist nicht möglich. Selbst wenn ich das Spiel ohne Glitches spiele, kann es doch recht interessant sein, was man alles theoretisch in der Lage ist zu überspringen. So, wir haben jetzt ganz lange das Rad gedreht. Von mir ist auch nochmal. Und jetzt läuft hier halt die Zeit. Meisterhaft erledigt. Ich glaube, das ist Raum 1. Autsch. Ganz vergessen, dass es diese Klingenfalle gibt. So, hier sind weitere Klingen. Klingen können aber nur aus den niedrigen Stellen kommen. Also einfach drüber springen. Und ich glaube, damit geht's ja auch schon raus. Welch liebliches Stimmchen dort nur erklingt. So, wir haben also dieses Ding.
Was ist es? Es handelt sich beim Gegenstand, den wir gesammelt haben, um den goldenen Vreus. Der goldene Vreus, wer kennt ihn nicht? Er muss natürlich hier in dem Raum eingesetzt werden, da bestimmt. Und aktiviert gar magische Maschinen. Und da ist dann auch schon das zweite Teil, das wir suchen. Ich glaube, der Strahl tut uns nicht weh irgendwie. Pyramide, die kommt da rein. Oh oh, welche Bösigkeit erwartet uns nur? Ah ja, ich erinnere mich. Hier wird gleich ein Wesen freigelassen, ein unsterbliches. Und wir müssen das Rätsel dieses Raums lösen, bevor dieses Wesen in Freiheit gelangt. Oh, vielleicht kommt es auch da raus. Kann auch sein. Ups. Gut, dann habe ich es jetzt selbst freigelassen. Ich musste. Es ging nicht anders. Und dieses Level kam mir in der No-Mad-Pack-Challenge so unglaublich schwierig vor. Vermutlich war es das nicht mal. Okay, das Feuer muss brennen. Wir müssen jetzt also irgendwo hin, wo es Feuer gibt. Keine Ahnung mehr, wo das ist. Da. Ich kann ja mal probieren, ob ich das Level selbst pazifistisch und mit dem hohen Anfangsschaden ohne Medipacks hinbekomme. Einfach um den Kontrast zu zeigen zur No-Mad-Pack-Challenge. Also anders gesagt, einfach um unnötig rumzuskillen. Was, da ist bestimmt das Secret. Ja. Kann man nämlich hier drunter durch. Und dieses Secret ist gemein. Richtig gemiese Fallen. Gemiese und gemeine Fallen. Und ich glaube, gegen Anfang des Levels haben wir auch eine Tür geöffnet. Oder irgendwas aktiviert. Oh mein Gott, der hat mich hier getroffen. Ja, ich glaube, ohne Medipacks wird es doch nichts. Also zumindest nicht so locker flockig auf Anhieb. Gerade die Fledermäuse machen es uns schwer. Ich dachte, es geht jetzt hier weiter. Kann auch sein, dass wir da hoch müssen, aber ich dachte, da kommen wir her. Kann ich auch gar nicht mehr, okay. Warum kann man sich hier den ganzen Weg entlanghangeln? Übrigens, kleiner Glitch. Lull. Nur aus Demonstrationsgründen. Ich muss ihn immer zeigen, wo er möglich ist. Es geht nicht anders. Ich bin süchtig danach. Denn er ist der Beste. Nee, hier wäre auch Ende gewesen mit Klettern. Ah, ich weiß, wo es weitergeht. Es wird eine Geduldsprobe. Und die Fledermäuse werden es uns sehr schwer machen. Aber wir müssen hier hangeln.
Da habe ich dann auch schon das Medipack genommen. Und ich muss diese Folge leider, ich mache das ungern während dem Hangeln, aber ich muss diese Folge leider pünktlich beenden wegen Pizza. Bis dahin, ciao.